Eine PS-Party vom Allerfeinsten. Das ist wirklich wie ein Geschenk. Das wird grandios. Willkommen in Rheindahlen. Auf dem Gelände des ehemaligen NATO-Hauptquartiers startet die große Geburtstagsparty zu 15 Jahre Grip. Niki ist Gastgeber für Challenge Nummer 1 und er hat für seine Freunde ein paar spektakuläre PS-Geschenke dabei. Die Kandidaten dürfen frei wählen. Allerdings wissen sie nicht, was sie erwartet und wie die Challenge aussieht. Jetzt darf aber erstmal ausgepackt werden. 15 Jahre Grip. Hoppla, und da gibt's Geschenke. Also das ist wirklich wie ein Geschenk. Was ist denn da? Sieht schon mal sexy sportlich aus. Lass uns mal vorher raten. Also ich vermute hier nicht anfassen, nur gucken. Warte. Ich vermute ein Lamborghini. Lambo. Warte, wir machen eins am anderen. Ja, aber ich muss doch mal gucken. Das ist ein STO. Wette ich mit euch. Das gibt's doch nicht. Oh mein Gott. Da kriegst du ja Angst. Aber wer was kriegt, das entscheiden wir später. Lass erst mal komplett blank ziehen. Nächster. Oh. Nein. Halleluja. Fuck, wird das Bock machen hier. Achtung, Achtung. Das ist was für Detmüller. Ah, yes. Ja, ja. Wie sollen wir uns entscheiden? Oh mein Gott. Hamid, pack mal an. Der ist nicht Serie. Der ist nicht Serie. Komm, machen wir weiter. Das sieht aus wie ein Porsche, oder? Ja, auch geil. So, ich bleib hier stehen. Ich bleib direkt hier stehen. Danke, also ist gekauft. Alles klar. Merci, ist meiner. Danke. Und das ist Alex Wahl. Porsche 911 Turbo S, 650 PS, Topspeed 330 km/h. Sowas kostet natürlich. Und zwar über 231.000 Euro. Mein Lieblingsauto allgemein ist natürlich ein Elektroauto, ja. Der Porsche Taycan Turbo S. Das war das Auto, das am nächsten dran ist. Porsche, geile Brand, cooles Auto. Ich hab schon reserviert. Nein. Reservieren geht nicht. Definitiv. Ich hab's vorher gesagt, ich stehe hier. Okay. Hamid nimmt den R8. Ich nehme den R8. Audi R8 Coupé V10 Performance Quattro. Satte 620 PS stark und 331 km/h schnell. Bei 212.000 Euro startet hier die Verhandlung. Ich habe sofort mich für den R8 entschieden wegen Allrad. Ich bin ja auch nicht der beste Fahrer, also der verzeiht mir viele Fehler und fühle mich wohl. Ich nehme den Daimler. Det nimmt den Daimler. Aber Det nimmt nicht irgendeinen Daimler. Mercedes AMG GTR, 585 PS, 318 Spitze und ein Basispreis von über 166.000 Euro. Ich meine, wir können nicht über Sexualität um diese Uhrzeit reden, aber es ist schon eine Erektion wert. Guck dir doch mal die Plätter an, das ist doch Wahnsinn. Ne? Da kreist doch alles um 600 PS, da trittst du das Gas in eine Ölwanne und schon hast du einen Zeitsprung. Da. Wir machen Schnick, Schnack, Schuck, Cindy. 15 Jahre, gib mal auf, einmal in dein Leben. 3, 2, 3. Yes! Ciao! Erster kleiner Sieg für Cindy. Und dafür gibt es das hier. Lamborghini Huracan STO mit 640 PS. Damit ist er 310 km/h schnell. Startpreis für den heftigsten Huracan 296.800 Euro. Ich würde sagen, wir haben alle Glück mit dem Auto, weil die sind alle geil. Alle super, super schnelle Autos und spaßige Autos. Also hier ist auf jeden Fall mal Leistung angesagt, Leute. Ja, natürlich. Das wird eine PS-Party vom Allerfeinsten. Sowas habe ich mir immer gewünscht zum 18. Geburtstag. Und zum 15. von Grip gibt es das hier. Toyota Supra von MPS Engineering. 550 PS sorgen für 300 km/h plus. Preis rund 80.000 Euro.
Der Supra ist, glaube ich, die perfekte Waffe hierfür. Schön klein, wendig. Ja, er hat die wenigste Leistung, aber 550 PS reicht, glaube ich. Genau das richtige Gerät für mich. Ob das wirklich eine gute Wahl ist, wird sich zeigen. Denn noch wissen die fünf nichts von Nikis Aufgabe. Apropos Niki. Ja, weil ich meine, jetzt haben wir geile Schlitten, aber was ist hier Phase, ne? Achtung! Wachtmeister Sheriff, der Spielleiter konnte es auch einrichten. Ja, sehr schön, meine Freunde. Sehr schön. Ja, sehr schön. Das war klar. Polizist, Respekt. Ja, okay, aber jetzt ist die Spaßveranstaltung ein bisschen zu Ende, denn er ist zurück in der Stadt, Wachtmeister Sheriff. Mit dem Ding erwische ich jeden. Und mit den beiden fange ich an. Eine von Nikis Lieblingsrollen. Vor 12 Jahren begann der Wachtmeister Schelle seinen Dienst bei Grip. Niki Schelle in seinem Wachtmeister Schelle-Kostüm ist einfach nur, da geht einem das Herz auf. Doch Niki ist viel mehr als Wachtmeister Schelle. Seit 15 Jahren ist er Teil des Grip-Teams. Niki, sehr geiler Typ, so ich als Bayer, ne? Ich liebe es, wie er spricht, ich mag seine ruhige, gechillte Art. Mach jetzt endlich! Mach einfach! Nee, Niki ist kein gemütlicher Bayer. Das ist so eine scheiße Grütze, fünfmal Grütze, fix! Der hat ja einen Charakterwechsel, wenn er in einem Scheuer ist. Meine Fresse! Geh jetzt endlich! Leg mich doch am Arsch, Grütze, fix! Grütze, fix! Der fährt ja wie ein Verrückter, aber sicher. Geiler Typ auf jeden Fall. Es ist schön, dass ihr euch einfinden konntet zur Challenge von mir und vom Wachtmeister Schelle. Meine Dienststelle hat sich dieses Fahrzeug überlegt. Schaut aus wie ein normaler A6, ist aber ein bisschen anders da. Ja. Genau. Wir haben hier drunter RS6, 1001 PS. 15 Jahre Grip, da brauchen wir jetzt mal gar nicht drüber reden, was da an Autos schon durchgelaufen ist und was für ein Level. Es wird immer wieder noch mal eins draufgesetzt. Es ist einfach geil, das machen zu dürfen, mal auch den einen oder anderen zum Fahren. Ja, und darüber bin ich sehr happy. Zur Challenge gehört jetzt nicht nur unbedingt ein wahnsinnig gutes Fahrzeug, es gehört auch Geschick dazu. Mein Job ist, Wachtmeister, eure Outfits liegen in den Fahrzeugen. Ihr seid Outfits? Nämlich, ihr müsst schon mal ein bisschen anziehen. Also so kennt ihr nicht direkt durch. Ihr seid ja die Bösen. Ihr seid die absolut Bösen. Oh, und ich bin ich. Das Gute, das Beste. Alles, was es einfach nur gibt, das kann nur ich. Mir gefällt deine Hose, Niki. Ja, Gott. Darf ich die anziehen? Dir gefällt meine Ausdrucksweise vielleicht. Aber du meinst, wir sind ändern. Die Knackis und du bist das Gesetz. Ganz genau. Und da ihr sehr böse seid, versucht ihr natürlich immer wieder Geld ranzubringen. Wir haben draußen ein Areal. Und dieses Areal ist riesig. Rund 2000 verlassene Gebäude, einschließlich Kirchen und Schwimmbad, waren einmal die Heimat von 12.000 Bewohnern. Auf diesem Gelände sind an 6 verschiedenen Orten gelbe Säcke versteckt. Diese müssen von der wilden Meute eingesammelt werden. Ihr könnt da alle rumfahren, ihr könnt Geldsäcke sammeln, aber immer nur einen. Den bringt ihr dann zurück zur Räuberhöhle. Die Räuberhöhle ist für Niki tabu. Jeder Kandidat hat eine Box, in der die Säcke gesammelt werden. Aber es ist dieses Fahrzeug mit dem feschen Fahrer am Start und der wird euch stellen. Hintergrund ist aber eben... Er wird versuchen, uns zu stellen. Ja, ich habe aber auch ein kleines Hilfsmittel, damit ihr seht, dass ich euch stelle. Und jetzt kommt eben das wirklich Schöne an meinem Job. Ich liebe es. Die Waffe bleibt stecken, denn ich habe was Besseres. Ich kann ja da nicht sagen, halt, ich hab dich oder sowas, sondern ich habe da ein Gerät am Start. Fangen wir mal bei Matthias an. Nenn ihn nicht jetzt so Elektro-Taser. Oh, Moment. Die hast du beim Alex geholt, die Dinger. Ja. Nein, Elektroschock oder nicht. Was? Die sind doch ganz dicht, das ist doch nicht normal. Die sind dementsprechend aufgeladen. Ich werde das natürlich bei jedem jetzt erst einmal fünfmal ausprobieren. Bei Matthias erstmal. Nein, nicht bei mir ausprobieren. Das machen wir um den Oberarm rum. Ich würde sagen, Kurveninneres Rad. Matthias, so trainierst du doch immer mit Stromschlägen. Also es wird nicht darum gehen, dass ich die einfach hernehme oder so, sondern ich muss 50 Meter von euch weg sein oder euch gestellt haben, dass ihr nicht wegfahren könnt. Okay, also wir fangen an. Au!
Ich war es nicht. Ja, du warst es nicht. Eher draufdruckt. Ich würde mir das mal überlegen. Aber man merkt was. Man merkt es. Also wenn du draufdrückst, fahren wir raus, oder was? Genau. Und wenn ich 50 Meter dran bin, die Reichweite ist eingestellt, dann kann ich draufdrücken. Solange da nichts passiert, ich sehe es auch als Treffer, seid ihr raus. Das war jetzt der erste Streich, ich habe ja noch mehr. Niki, ist das hier das Böse? Ja, genau. Prisoner. Du, Orange ist eh meine Farbe, passt auch jetzt zu meiner Hautfarbe, ist richtig geil, finde ich cool. Bis auf hier, hier hätte ich gerne was anderes stehen, so, weiß ich nicht, Privatier. Gab's aber nicht. Dafür gibt's für jeden schicke Elektroarmbänder von Wachtmeister Schelle. Ah, jetzt. Ah, Freunde. Ja, da kommt was. Ja, ich bin auf 8. Das ist so, ja. Du bist auf 8, bei ganze, dem machst du mal 5. Das Ganze bleibt halt abends auch und ich erzähle euch Witze. Wer nicht lacht, bekommt gleich. Bei dir passt das, ist ja der Dean. Ist es? Ja, ist es. Der drückt dann einmal drauf. Soll das? Ja gut, jetzt hat er natürlich eine Machtposition, ne? Hat dann eine Uniform an und meint dann irgendwie so, ja, pass auf, hier kriegst du mal einen verpasst, ne? Bum, bum, du machst einen Zappel, Philipp, hier, bam, bam. Ja, und er freut sich dann, ne? Nicht so fest. Ah! Okay. Eure Zeit läuft und ich würde jetzt dann losfahren, denn in einer Minute, ich muss noch mal checken, ob es geht. Geht denn der auch noch? Habe ich jetzt alle durch? Ja. Das war der Startschuss. Ach so, geht los. In einer Minute komme ich. Ja, bei meiner Challenge geht es eigentlich darum, sich nicht erwischen zu lassen und möglichst viele Geldsäcke zu sammeln. Wir haben draußen 6 Spots, also 6 Punkte, wo Geldsäcke liegen. Sie dürfen aber immer nur einen mitnehmen und den hier in ihre Räuberhöhle zurückzubringen. Und dann kommt natürlich der Wachtmeister Schelle ins Spiel. Ich habe auch ein Fahrzeug und werde sie verfolgen. Und zwar damit Audi RS6 Avant von MTM. Unfassbare 1001 PS. Erst bei Tempo 350 ist Schluss. Rund 190.000 Euro kostet der vermutlich krasseste Kombi der Welt. Meine Dienstbehörde hat mir einen Audi RS6 zur Verfügung gestellt. Da muss man aber sagen, das ist kein normaler, der hat ein paar Pferdchen mehr. Wir haben über 1000 PS. 1001 PS, das muss man wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Sowas einmal unterm Arsch zu haben, ist schon mal ein absoluter Kracher. Natürlich geht man immer hier mit Respekt vor, das ist ganz, ganz wichtig, extrem wichtig. A, haben wir hier sehr teure Autos und B, es ist immer Verletzungsgefahr ohne Ende. Aber es wird krass, ich kenne ja meine Kollegen, die werden alle losballern. Wer aber einfach nur losballert, der wird keine Chance haben. Auf dem riesigen Areal sind die Säcke an 6 Stationen versteckt. Eingesammelt werden darf immer nur einer. Dieser muss in die Räuberhöhle, nur dort ist er gesichert. Gewonnen hat derjenige, der am Ende die meisten Säcke sicher hat. Sobald der Wachtmeister einen schnappt, ist es vorbei. Lasset die Spiele beginnen. Wo sind denn die ersten Säcke? Ich sehe nichts. Wo ist das weit, ey? Über 4000 PS sind jetzt auf der Strecke unterwegs. Die ganze Power bringt allerdings gar nichts, wenn man die Orientierung verliert. Es ist so irritierend hier, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wo sind die Taschen denn? Ich weiß jetzt nicht mehr. Oh, jetzt nicht noch verfahren. Glaube ich ja wohl nicht. Ja, was heißt hier Taktik, ne? Natürlich gibt's eine Taktik. Nicht erwischen lassen, ne? Wenn du schon Scheiße baust, dann musst du schnell sein, ne? Wo seid ihr, Säcke? Wo hole ich euch raus? Oh nee, was tagst du denn so blöd? Das gibt's doch gar nicht. Mach mal die Tür nicht kaputt, Alter. Ja, mach die Tür zu. Oh Mann, ey, was ist das denn für eine Scheiße? Oh mein Gott, ihr wisst nicht, wie mein Herz schlägt, ey. Bum, 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 bum. Gibt's doch gar nicht, ey. Voll der Stress. Der Stress ist verständlich, denn niemand möchte vom Wachtmeister einen Stromschlag bekommen. Weit wegfahren, weil du verlierst einfach Zeit. Du musst am meisten Geldsäcke holen und hier zurückbringen. Und wenn du zu weit fährst, dann verlierst du einfach Zeit. Okay, erster Sack. Bis auf Alex hat jeder einen Sack. Aber der Wachtmeister ist auf Patrouille und es zählen nur Säcke in der Räuberhöhle. Matthias hat schon den ersten sicher.
wird abgeladen. Ist das der Richtige? Ja. Mathis. Nach Matthias liefern auch Det und Hamid die ersten Säcke ab. Noch wurde niemand erwischt. Und auch Alex hat Erfolg. Ja, da habe ich den ersten. Geil, Alter! Woo! Zurück zur Base. Cindy ist bereits in der Räuberhöhle. Scheiße! Scheiße! Ich hab's nicht getroffen! So, komm, so viel Zeit muss sein. Wow! Let's go! Jeder Kandidat hat einen Sack gesichert. Noch hat niemand von Wachtmeister Schelle einen Stromschlag bekommen. Wer einen bekommt, ist raus. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt kann der Schelle halt kommen, ne, der Sack. Machen wir Matthias so ein bisschen ungutes Gefühl. Oh, da ist er! Verdammt nochmal! Ich hab's gewusst! Das kannst du voll vergessen, Schelle. Wachtmeister Schelle macht natürlich Präsenz. Selbst wenn ich ihnen nicht hinterherkomme oder was auch immer, aber allein die Präsenz. Da kommt schon da die Wallung in den Körper und dann haben sie schon ein bisschen Düse und dann wissen sie halt, jetzt kommt er. Shit! No, 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 no! Shit! Come on! Also ich kann jetzt auf gar keinen Fall einen Sack holen. Ich muss den jetzt erstmal abhängen. Nochmal Glück gehabt. Matthias ist vorerst entwischt. Ja, lass mal Matthias ziehen. Jetzt haben wir ihn ein bisschen nervös gemacht. Ich hole mir einfach den nächsten. Boah, Junge, ist das aufregend. Es ist so ein bisschen wie ein Computerspiel, nur in echt, nur in gefährlich. Wo seid ihr? Hier. Ach, kein Scheiß. Nein! 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 Hör auf! Das darf nicht wahr sein! Du bist ein Pechvogel, tut mir leid! Ey, du machst mich fertig! Ich wollte gerade den dritten Sack. Einen Sack nehme ich noch mit. Ah. Ey, komm, Alter, das kann doch nicht wahr sein, ey. Ich flipp völlig aus. Scheiße! Mann! Mann! Det ist raus. Es bleibt bei zwei Säcken in der Räuberhöhle. Weißt du, das Ding ist, wenn du da fährst, du hast so viel Adrenalin, du kannst einfach kaum mehr wirklich klar denken. Und ich will, dass die anderen einfach in Nickys Fallen fahren. Geil, der Hamid ist super angefallen. Der Hamid fährt jetzt voll dem Nicky rein. Fuck, 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 jetzt hab ich genau das, jetzt hab ich genau das. Yes, du hast geklappt! Yes, yes! Oh, aber fuck, ist der Hamid schnell. Scheiße. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Nur noch einmal abbiegen, dann ist Hamid sicher in der Räuberhöhle. Ah, shit. Jetzt hat er mich erwischt. Ja. Fuck, nein, ich hab einen Sack hier. Mist! Ich habe mich da leider verbremst. Das waren 30 Zentimeter. 30 Zentimeter, dann hat er mich erwischt. Das war echt mies, das war echt ärgerlich und ich ärgere mich immer noch. 3 von 5 Kandidaten wurden noch nicht gefangen. Während Wachtmeister Schelle weiter auf Streife ist, holen sich Matthias, Cindy und Alex ihre nächsten Säcke und bringen sie in Sicherheit. Oh, ja. Matthias und Alex haben aktuell 2. Cindy bereits 3 Säcke in der Räuberhöhle deponiert. Ich hab's nicht einig, der Nicky lauert draußen ganz langsam. Sollen die mal schön zum Nicky rasen, ja? Denn der wartet schon.
Legen wir uns mal auf die Lauer. Und schneller als gedacht schnappt die Falle zu. Du bist noch immer im Rennen! Oh nein! Fuck! Da hat er mich. Da hat er mich. Wo warst du? Du hast ja gelauert irgendwo. Verdammt! Mann! Und Cindy war gerade noch weg. Das war sehr knapp. Ich hätte vielleicht mal in den Rückspiegel schauen müssen, vielleicht hätte ich ihn gesehen, ich glaube nicht. Weil bis du aussteigst, den Sack einsammelst, wieder einsteigst, anschnallen, kurz und starten. Und dann steht er halt neben dir und dann pff. Hast du den Stecker nicht reingekriegt oder was? Da waren es nur noch zwei. Cindy sichert sich Sack Nummer 4. Noch wurden sie und Matthias vom Wachtmeister Schelle nicht geschnappt. Aber Niki ist nun heiß. Naja, Cindy, das war's dann wohl. Nein, okay, ich will dran. Ah, danke. Hi! Cindy, winke mal. Hi, ich hab's verstanden. Ja, ich hab sie, ja. Hab ich dich? Ja. Matthias ist noch unterwegs. Komm schon. Je länger ich mich hier aufhalte, desto mehr Zeit hat der Niki herzukommen. Na, Motor aus, aussteigen. Fahrzeugschein, Führerschein bitte. Ja, also wirklich jetzt. Ja. So der Drecksack. Der ja, 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 ja. Zweimal, zwei Stromschlag habe ich bekommen. Ich auch. Der nutzt das wirklich, um uns wirklich das ist diese Machtposition, ne? Also einmal im Leben. Wie viele Säcke hast du? Nur drei. Wahrscheinlich gewinnt noch der Schlitzer. Ja, der fährt auch hier raus, ne? Nix ist. Nein. Cindy, 1, 4 Säcke hat sie. Shit, ich muss noch einen Musi noch holen, damit ich das Ding nach Hause fahre. Kann sich Matthias den letzten und entscheidenden Sack sichern, ohne dass Wachtmeister Schelle ihn stellt? Sowohl Cindy als auch er haben aktuell 4 Säcke. Ich glaube, hier war noch keiner. Der Wachtmeister naht. Komm, Baby, bitte. Die alles entscheidenden Meter. Eins, zwei, drei, vier. 5 gewonnen. Bam! Achtung! Du hast mich nicht gekriegt. Meine werten Kollegen, es geht ja drum um eure Geldsäckchen. Wie viel das ihr denn habt, wenn ich da so schaue. Oh, Hamid. Ja, da hast du mich. Weißt du was? Ich hasse dich. Bei dir kann ich mit einem Sack. Nein, weißt du was? Ich hasse dich. Wieso denn? Okay. A, hast du 3-4 Mal Stromschlag gegeben. Ja, muss ja mal schauen, ob es geht. Das war echt gefährlich. Muss ja schauen, und B, das war haarscharf wegen 30 Zentimeter, Alter. 30 Zentimeter. Ja, genau. Genau. Wir lassen es dabei, es war eins. Ja klar, es ist jetzt schwierig, mit einem Punkt zu starten, aber ich kann am besten unter Druck arbeiten und ich werde definitiv hier nicht als Letzter nach Hause gehen, das verspreche ich euch. Da haben wir ein bisschen mehr, Das ist ja echt Katastrophe. Du hast 2, du auch 2. Mhm. Unentschieden, aber einen von euch beiden habe ich als erstes gehabt, von euch beiden. Was? Trotz 2 Säckchen. Okay. Vierter Platz. Dritter Platz. Guck mal hier.
Ich hab 4. Du hast 4, Matthias hat 3. Okay. Ja, genau, danke, Niki. Matthias hat 3 in der Hand und 2 liegen noch rum. Einen mehr als Cindy. Unentschieden. 5 Millionen habe ich, Mann. Zweiter Platz. Ach, das ist hart. Gratuliere. Das ist halt der perfekte Start, wenn du die erste Challenge gewinnst. Du hast sofort, du stehst so da und denkst so, ja gut, alle anderen sind hinter mir. So mag ich das. Erster Platz und die ersten 5 Punkte für Matthias. 4 Zähler für Cindy. Der dritte Platz und 3 Punkte gehen an Alex. Bleiben noch 2 für Det und 1 Punkt für Hamid. Als Spielleiter bekommt Niki keine Punkte. Wie ich sehe, hat dir das Video gefallen. Ich finde es mega, deswegen lass einfach ein Like da, bleib auf dem Kanal und abonniere uns. Wenn du Lust hast auf ein weiteres Video, dann klick hier.